Das Trainingsgelände des SC Paderborn am späten Vormittag. Noch weiß niemand, ob Stefan Effenberg tatsächlich neuer Trainer beim Zweitligisten wird. Mittlerweile steht fest, der 47-Jährige wird übernehmen. Und damit erstmals seit dem Abschluss seiner Fußballlehrerausbildung 2012 einen Profiverein trainieren. Wir sind hier in einer großen Umbruchssituation nach dem Bundesliga-Abstieg, nach der personellen Veränderung im Kader und auch nach der Trennung von Markus Gellows ist jetzt sicherlich eine starke Persönlichkeit gefragt, gerne auch mit veritablem Profi-Hintergrund, die die Mannschaft führen kann und neues Selbstbewusstsein ihr einhauchen kann. Effenberg in Paderborn, der Tiger in der ostwestfälischen Provinz. Der ehemalige Weltklasse-Spieler war in den letzten Jahren eher auf roten Teppichen oder in Fernsehstudios unterwegs, jetzt also wieder der Geruch von Rasen. Beim Erstliga-Absteiger, der sich mehr erhofft hatte als Platz 15 nach 10 Spieltagen. Ich denke, man braucht jemanden, der wirklich auch Emotionen zeigt und die Mannschaft motivieren kann, sodass es dann wieder vorwärts geht. Er hat ja vor 3 Jahren erst, glaube ich, den Trainerschein gemacht. Und vielleicht kann er das noch einbringen hier. Also ich finde es auch gut, weil er in besseren Vereinen gespielt hat. Ja, und dann sehen wir mal, wie es mit ihm läuft. 3-mal deutscher Meister, 1-mal Champions-League-Sieger. Effenberg war als Spieler ein Erfolgstyp, kommt jetzt aber ohne Erfahrung. Immerhin haben seine Vorgänger gezeigt, dass der Club als Sprungbrett für mehr taugt. Mit André Breitenreiter, Roger Schmidt und André Schubert betreuen momentan gleich 3 ehemalige SCP-Trainer-Clubs aus der ersten Liga. Vielleicht also keine schlechte Option für Effenberg. Am Mittwoch leitet er sein erstes Training, am Freitag feiert er sein Debüt gegen Braunschweig.